Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von Workers and Resources Soviet Republic. Wir gehen rein ins Spiel. Was haben wir heute vor? Zum einen ist unsere Chemieanlage soweit betriebsbereit. Sie funktioniert. Wir haben grundsätzlich schon Chemikalien hergestellt. Hier liegen noch 1,8 Tonnen. In dem Lager sind mittlerweile über 10 Tonnen. Da müssen wir uns heute darum kümmern, dass das wegtransportiert wird. Allerdings das allererste Problem, was wir gleich haben, das habt ihr vielleicht gerade hier gesehen, wir haben wieder ein Abwasserproblem. Aber ich hoffe, das kriegen wir relativ schnell zusammen geregelt. Das wollte ich euch nämlich auch mal zeigen. Also, das Thema natürlich ganz aktuell. Bevor wir das allerdings machen, zeige ich euch, was wir sonst noch vorhaben. Ich habe mir vorgestellt, dass wir hier um den Bahnhof herum, weil unsere schöne Landstraße Richtung Neuer City, die ja hier entstehen soll, wo ja dann Viehhandel stattfinden soll hauptsächlich, die ist ja bald fertig. Und ich könnte mir vorstellen, ich finde das irgendwie ein bisschen suspekt, dass wir einen Hauptbahnhof haben, der quasi außerhalb der Stadt liegt. Hat sich aber nachher natürlich irgendwie nicht mehr so ergeben. Aber wir können ja eine Stadt drumherum bauen, war jetzt gerade die Idee. Also die Stadt Parovostok noch ein bisschen zu erweitern, würde ich mal sagen, dass wir diese Fläche hier nutzen. Vielleicht hier so irgendwie so ein Bahnhofskiosk oder Kneipe oder sowas in der Art. Hier noch ein paar Häuschen. Die Leute können nämlich hier durch diese Untertunnelung, die momentan gar keiner nutzt, können die ja grundsätzlich in die Stadt kommen. Also das wäre auch noch möglich. Das gucken wir uns gleich als erstes an, damit wir das eben in den Bau geben können. Hier vorne übrigens hat sich jetzt hier unser Café gut entwickelt. Das Panorama-Restaurant haben wir beim letzten Mal ja gebaut. Das beliefern wir mittlerweile auch schon wiederum von unseren Legern selbst. Ein weiteres Hotel ist entstanden und ich habe die Hotels mal so namentlich benannt, dass wir sie nachher zuordnen können. Hier ist so Holiday Inn, hier Hotel Conti, hier Hotel für Jahreszeiten, Hotel Eva fand ich auch ganz praktisch und Hotel Parovostok, das war ja sowieso das erste. Das habe ich dann natürlich im Namen der Stadt benannt sozusagen. Ich finde das Touristenviertel ganz gut gelungen. Es sind auch einige da. Wir machen momentan mit Touristen im letzten Monat zum Beispiel schon knapp 100.000. Also gute Summe. Das kann sicherlich auch noch mehr werden, aber wir müssen erstmal auch gucken, dass wir das andere auch natürlich hinbekommen letztendlich. Dann diese Fläche. Ich habe ein Stadion runtergeladen. Ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, was machen wir hier mit hier so ne, Übergang zu City und Industriegebiet. Wir haben ja auch gar kein Fußballstadion. Da habe ich zwei runtergeladen. Da schauen wir uns mal eins an, ob wir das hier integrieren. Also im ersten Test, im Anhalten fand ich es ganz gut. Also von daher wäre das sicherlich auch eine Sache, die wir bauen lassen können. Ja, so sieht's aus. Ob wir heute schon mit dem Viehhandel weiterkommen, weiß ich nicht. Aber zumindest vielleicht mit der Stadtentwicklung. Auf der anderen Seite haben die hier natürlich auch genug zu tun. Schauen wir mal. Das machen wir jetzt gleich als erstes, mehr oder weniger als zweites. Erstmal gucken wir ganz kurz nach dem Abwasser, sonst haben wir da wirklich ein Problem. Ich habe übrigens hier auch ein Verteilungsbüro nochmal machen lassen, weil das wird jetzt ein bisschen viel. Das passt mit dem einen hier nicht mehr. Von daher wird das jetzt hier auch gebaut und dann werden wir das hier vernünftig verteilen können. Kümmern wir uns ja gleich auch drum, damit die Chemikalien überhaupt verkauft werden. Aber erstmal geht es um das Abwasser. Das ist falsch. Den müssen wir ran, Straßendepot. Wir haben ja hier eine Abwasserentladestation oder Beladestation. Die sagt uns auch mal an, wenn hier irgendwie zu viel ist. Hier ist zum Beispiel gerade zu viel Abwasser in der Chemieanlage, wie wir festgestellt haben. Und da sind schon zwei Fahrzeuge unterwegs. Ich glaube, die sind hier auch angebunden, ne? Sieht man. Ja, zwei Stück sind dazu. Die bringen das rüber. Wobei, wir haben eigentlich zwei. Warum? Ja, wollte gerade sagen, einer ist da unterwegs, einer ist da unterwegs. Da würden wir jetzt noch einen dritten dazu machen. Dann müsste das relativ fix erstmal wieder erledigt sein. Thema Abwassertank und Kapazität. Dann nehmen wir den. Achso, jetzt brauche ich den ja wieder, damit ich das kopieren kann. Einen von euch brauche ich. Nämlich diesen Fahrplan brauche ich, den ich hier drauf kopiere. Und wenn ich mich nicht täusche, das hatte ich nämlich schon mal so eine Art, müsste das jetzt gleich erledigt sein. Der fährt jetzt hier rüber und holt sich das Abwasser hier ab. Der pumpt und dann müsste dieses Thema, seht ihr, das ist dann erledigt. Das seht ihr hier, eine grüne Geschichte, das wird dann immer weniger. Das hatte ich damals auch beobachtet, das hat mit zwei noch geklappt, aber dann anscheinend nicht mehr. Und vielleicht klappt es jetzt sogar noch nicht mal mit drei, denn ihr seht hier, ist auch schon wieder voll, aber da kommt gerade wieder der dritte. Der war gerade in der Nähe, der pumpt dann auch schon wieder ab. Ist bei 11,9, müsste man jetzt mal so ein bisschen beobachten, ob der dritte gerade kommt. Sonst haben wir nämlich die gleiche Problematik wieder. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich jetzt auch irgendwann das Chemielager voll. Da kommt der, ah ne, das ist der andere. Sehen sich ein bisschen ähnlich, da kommt ein Trecker ganz gemütlich gefahren. Da kommt auch keiner. Ja, wir brauchen definitiv noch einen vierten. Ja, das ist
auf der Seite eben die Frage, was wir damit machen, ob wir das wirklich anschließen. Ich mache das jetzt erstmal darüber. Ich bleib mal dabei. Müssen wir nochmal schauen. Jetzt brauchen wir nochmal ein Fahrzeug. Einer muss sich zur Verfügung stellen. Es tut auch gar nicht weh. Wenn der wieder lädt. Jetzt haben wir schon wieder 20 Kubikmeter hier drin. Ist er da? Kommt er gerade. Natürlich viel hin und her fahren rein und es ist gleich schon wieder voll. Aber da kommt schon wieder der nächste. Ja, wie gesagt, halten wir mal im Auge, sonst müssen wir uns doch nochmal was anderes angucken. Ich hatte übrigens auch zum Thema Strom gedacht, wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, auch ein Gaskraftwerk zu bauen. Das braucht ja in Anführungsstrichen nur Öl, würde uns 1050 Megawattstunden Strom auch bringen für diese Seite. Denn diese Windräder bringen ja immer nur dann was, wenn der Wind geht. Gerade ist ganz gut, aber schwierig. Ne? Man hätte auch noch Solar, glaube ich, irgendwo. Ne? Und schon mal, das ist der Kernreaktor. Ja, so ein Solarkraftfeld ist aber ein Riesenmoped, hatte ich ja auch schon mal gesagt. Nur für die Seite. Dafür müssen wir uns echt entscheiden, was wir machen. Also schwierig. Jetzt läuft es. Ich habe übrigens eine Verbindung hier rüber gestellt, unterirdisch, dann doch gemacht, damit das auch regelmäßig hier gut klappt. Ja. Nicht gerade so einfach. Gut, dann gehen wir mal in die Region hinein. Also Thema Stadion vielleicht erstmal. Das macht mich eigentlich noch mehr wuschig. Wir haben hier Workshop-Gebäude. Da habe ich hier verschiedene Geschichten mal runtergeladen. Aber vor allem hier dieses Sportstadion. Da gibt es einmal das Selski-Stadion. Das finde ich schon nett. Passt aber schon mal gar nicht hier hin. Aber das finde ich noch netter hier. Das Grazki-Stadion. Und das wiederum, warum nimmt das jetzt nicht jetzt? Das würde sogar hier hinpassen und ist ein bisschen kleiner und sieht eigentlich auch noch schicker aus, meiner Meinung nach, wenn wir mal näher rangehen. Ja, also das ist gemütlich klein. Ich finde, das passt zum FC Paro Rostock wunderbar. Und das würde, wie gesagt, auch eben in der Region passen. Jetzt würde ich vorschlagen, wir haben ja, ne, ihr seht, das ist so, ne, man kann ein bisschen Platz lassen. Man kann aber auch davor nachher, und das wäre vielleicht schön, so ein paar Parkplätze machen. Die hatte ich auch runtergeladen. Deswegen würde ich tendenziell mal eher in diese Richtung gehen, dass wir sie hinten an diese Straße bauen, um vorne vor vielleicht noch ein paar Parkplätze hinzumachen. So zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, was der hier für Erhebungen macht. Er macht Erhebungen und trotzdem funzt es nicht. Hier auch nicht. Das kann schon mal durchaus dann der Fall sein, dass es sich dann doch nicht macht. Tut er jetzt hier überhaupt nicht. Jetzt kommt die Speicherung dazwischen. Nee, macht er nicht. Das ist natürlich sehr schade. Infrastruktur kann hier nicht gebaut werden. Egal, wo ich es machen will. Gucken wir uns mal die Höhenlinien an. Hier macht er irgendwie so einen schönen Tunnel, den kein Mensch braucht. Wir können ja mal eins machen, das habe ich auch noch nicht so häufig gemacht, dass wir mal die Sachen ebnen. Ebnen im Durchschnitt. Aber machen wir da jetzt von der Seite, muss ich dann von hier, ja, muss man schön streichen. Manchmal klappt es dann auch, aber hinten bei der Kläranlage, die ich da hinten ja neu errichtet habe, da bin ich so vorgegangen. Aber hier hat er so einen tiefen Graben, sehe ich das richtig? Müssen wir hier vielleicht mal ein bisschen anheben. Aber auch nicht so ganz, ne? Wir ebnen mal lieber weiter. Es gibt auch noch Glätten. Das sieht besser aus. Und vielleicht hat es jetzt für Stadion gereicht. Wir gucken einfach mal. Wo war es? Ne, das ist auch nicht. Das ist es. Grazki-Stadion. Jetzt echt gerne so. Das will der Schuft aber nicht. Wenn ich es so mache. Hier hinten hätte das gemacht. Nee, macht er auch nicht. Das ist echt schade. Das ist eine schöne Fläche dafür. Aber
bekommen wir jetzt nicht hin. Also das lasst mich dann mal nochmal offline ein bisschen rumfummeln. Vielleicht gelingt mir das dann. Also eigentlich, nach meinem Verständnis, außer die Kohle hier nochmal, sieht das relativ gut aus. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Idee. Lasst mich das mal, wie gesagt, offline nochmal ein bisschen fummeln. Wir haben ja noch andere Dinge zu tun. Machen wir erstmal das hier wieder raus und kümmern uns um den Platz um den Hauptbahnhof herum. Ich könnte mir vorstellen, hier nochmal eine Straße durchzumachen, damit wir eben in diese Region kommen, hier so. Und dann hier, wie gesagt, mit Häusern nochmal arbeiten. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Frage ist dann wirklich, und deswegen lassen wir das auch jetzt mal hier mit Pausemodus, ob die denn dann auch zu allem kommen, sprich zu Lebensmitteln und Co. Sonst müssen wir hier vielleicht noch eine kleine Butze hinbauen. So, wir machen jetzt erstmal, komm, das ist in der Nähe des Hauptbahnhofs, wir machen eine Asphaltstraße. Aber was mir gerade einfällt, müssen ein bisschen aufpassen wegen ihmchen hier. Der soll ja hier durchgehen. Ne? Das heißt, wir müssen wieder eine Brücke bauen. Ich und Brücken bauen. Aber das kriegen wir hin. Das sage ich mir jetzt ganz selbstbewusst. So, also erstmal bis hier so ungefähr. Dann machen wir, genau, Tunnel. Tunnel haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Straßentunnel. Achso, das ist erstmal der Eingang, oder wie? Oder kann ich schon runtergehen? Zu kurz. Ah ja, guck hier. Würde grundsätzlich funzen. Jetzt gehe ich mal in den unterirdischen Modus. Was macht der denn da? Warum macht der da so eine schräge Straße? Oder ist die Einfahrt so schräg? Dann ist die aber auch lang. Gab es verschiedene? Nur mit Straßenbahngleisen. Die brauchen wir nicht. Weil wir sind ja eigentlich hier schon durch. Ich jetzt hier ansetzen und wieder hoch? Nee. Ha! Pappelapapp. Das wollten wir nicht. Ich gucke erstmal, ob wir vielleicht von der Seite wieder hochkommen. Mit E kommt man wieder hoch, aber das ist dann eigentlich schon alles. Ah, da. Da werden wir wieder hoch. Ist aber sehr spacig, ne? Rein theoretisch machbar, aber rein praktisch gefällt mir es nicht. Weiß nicht, wie ihr es seht, aber nicht hübsch. Vielleicht dürfen wir nicht so steil gehen. Ein bisschen steil gehen muss man aber. So. Warum der das jetzt hier unten nicht gerade macht, das wundert mich. Macht er eigentlich bei den... Der ist gar nicht bei den Leuten. Das macht er eigentlich bei der Unterführung von dem... von den Fußgängern hat das gemacht. Deswegen hatte ich gehofft, er macht es jetzt hier auch. Wir können ja mal von der anderen Seite kommen. Manchmal ist das auch so ein 317. Oder? Nee. Und wenn wir jetzt einfach wieder hochgehen... Angepasst dazu. Da. So sähe der jetzt aus, wenn ich das jetzt... Ist der schräg? Ja, Tatsache. Naja, aber so richtig gefallen tut mir es auch nicht jetzt. Dann lass uns dieses Projekt mal auf anderswann betiteln, dann können wir lieber mit einer Brücke arbeiten. Grundsätzlich glaube ich zu wissen, dass ich das jetzt kann. Sollten wir vielleicht die Gleise mal fortführen, um das einschätzen zu können, würde ich mal sagen, dass die auch funktioniert. Schon mal in weiser Voraussicht gebaut und dann gehen wir nochmal auf die Brücke. Guck mal, wie schön. Und
ungefähre Länge. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kacheln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also hier wäre ungefähr Gleichstand. Ja, so ungefähr. Aber wenn die jetzt noch in gerade gewesen wäre, wäre es ein Träumchen, ne? Ach, nicht runter, sondern bei hoch, sondern runter. So. So akzeptiere ich sie. So, dann hätten wir nämlich jetzt den Zugang hier drüben. Sollen wir das geradeaus durchführen? Ich würde sagen, das Sträßchen machen wir erstmal, wer weiß, was wir noch alles so machen. Da ist irgendwas noch nicht ganz unten. Wahrscheinlich die Brücke noch nicht ganz unten. Uffste Boden. Jetzt müsste es eigentlich auf dem Boden sein. Yes. So, jetzt können wir nämlich hier oben reingehen. Hier haben wir auch den Zugang zum Bahnhof. Ob man den jemals braucht, weiß ich nicht, aber... Wir gehen mal ab hier ganz selbstbewusst nach oben. Können das ja mal nutzen. So, und können uns jetzt hier nochmal so ein bisschen austoben. Ich hätte jetzt gerne mal hier so ein Gebäude gesetzt, um zu schauen. Machen wir da jetzt groß? Ich meine, groß haben wir hier vorne. Ich würde eher so mittlere Gebäude machen. Vielleicht mal diese eckigen. Die haben wir auch noch nicht. Was mit denen hier? Oh, die sind aber klein. Da haben wir noch 50 Arbeiter. Aber die anderen werden auch nicht viel mehr haben. Das sind 97 hier, diese Plattenbauern. Die haben 91% Qualität. Wohnqualität. So, ich wollte mal sehen, wenn ein so ein Teil hier steht, ob die dann auch nutzen und ob die dann rankommen. Wir machen das jetzt mal so ein bisschen von dem Ding weg. So, wir testen ja gerade erstmal nur. Und jetzt putzen wir hier so einen Weg dran. An unserem bereits vorhandenen Weg. Und jetzt könnte man, wenn ich mich nicht irre, gucken, wo die mit ihrem Wegen hinkommen. Ja, zum Bahnhof kommen sie, aber nicht darüber. Ist da irgendwas im Weg falsch gebaut? Hat auch noch nie jemand durchgehen sehen, aber grundsätzlich, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Die haben einen Weg nach oben, Weg nach unten, also rein theoretisch sollte das klappen. Er sagt mir aber an, dass die lediglich zum Bahnhof kommen, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist. Wobei, die kommen noch nicht mal, die kommen wirklich nur zum Bahnhof und nicht weiter durch. Das ist natürlich dramatisch. Oder wir müssen hier tatsächlich auch noch so einen Fußgängerüberweg machen. Wird aber Knäppchen, oder? Na, das will gerade eben so funzen. Ein Stückchen noch hoch, bitte. So, gucken wir mal. Fußgänger aber wegen Beton. Das wäre ja der hier. Aber wir würden erstmal die andere Seite bauen, glaube ich. Oh, guck mal, da macht er auch automatisch so ein Ding. Das ist ja wunderbar. Aber mitten auf den Gleisen geht nicht. Macht er aber nicht anders. Ich lasse den mal weg und versuche es dann doch mal selbst. Vielleicht geht es dann... Der ist auf den Gleisen, aber wie kriege ich das denn bitte schön... Bitte schön weg. Stahl können wir jetzt nicht nehmen, ne? Aber macht das Gleiche. Doch, könnte man, aber... Der macht das gleiche Problemchen. Dann würde ich den mal ein Stückchen weiter wegsetzen, in der Hoffnung, dass es dann klappt. Ja, man kann es bis hier hinsetzen, aber der macht trotzdem dieses blöde Ding.
Vielleicht stört es ja auch gar nicht. Ich weiß nicht. Manchmal ist das nur so ein Bug oder so, wisst ihr? Aber hier geht es gerade so eben. Ja, das machen wir. Das hier. So, und dann den Fußweg. Kies nehmen wir da immer. Putzen wir hier dran. So wäre das richtig. Aber jetzt ist... Einmal kurz gucken. Ja, jetzt ist der Weg zu dem... Zu der Fußgänger... Na. Zu dem Busbahnhof auch möglich. Dann wundere ich mich echt, warum die nicht daher gehen. Weil das nichts anderes ist. Von der Entfernung müssen die mindestens zum Hotel kommen, wenn nicht sogar zu dem Busbahnhof. Also das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber gut, lassen wir uns nicht von abschrecken. Jetzt kommen sie wenigstens zum Busbahnhof. Wir können sie ja von da aus auch wegtransportieren. Die Frage ist, ob wir uns wirklich für dieses nette Modell entscheiden. Oder ob es hübscher geht. Ganz so hübsch ist relativ. Aber bei mittleren hat man natürlich hat man eine Auswahl. Der hier ist auch nicht schlecht. 90%. Können wir ja so ein bisschen verschieden mitspielen. Wobei ich finde, irgendwie so in der Bahnhofsgegend irgendwie müsste es höher sein, oder? Seht ihr das auch so? Das ist nochmal ein anderer, ne? Ja, der ist irgendwie so... Den kann man besser hier an dieser Straße putzen, weil der den Straßenzugang da so möchte. Ja, komm, lass uns das erstmal so bauen. Das, da sind wir erstmal mit beschäftigt. Dann können wir uns nämlich jetzt noch um die Chemikalien kümmern. Ich gebe das mal alles so frei. Wir können laufen lassen und dann haben wir mal ein Gebäude und sehen auch mal, wie das dann so klappt. Ob die Leute da überhaupt zufrieden sind. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, anstatt hier direkt 20 Häuser hinzumachen. Und dann wollen die hier gar nicht so leben und wohnen, wie auch immer. Gut, übrigens die Gleise, das mache ich lieber immer selbst direkt sofort. Die kosten zwar da mal 5, 7, aber das ist dann so. Nochmal 5, 7. Den Rest können sie selbst bauen. Gut. Dann gehen wir zu den Chemikalien. Also wie sieht es hier mit dem Abwasser aus? Ja, es läuft jetzt so langsam. Also es kommen ja nach und nach welche dazu. Also es kann jetzt so funktionieren. Wir haben jetzt hier in unserem Lager, wie gesagt, schon 12 Tonnen liegen, die jetzt abtransportiert werden möchten. Holz übrigens habe ich ja hier oben hingemacht, hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Da sind wir jetzt momentan auch im Überschuss. Deswegen könnten wir die auch absortieren. Umso wichtiger ist, dass unsere... Da machen wir auf Priorität mal hoch, dass hier unser Verteilungsbüro fertig wird. Damit wir da auch schön verteilen können. Denn aktuell könnte ich es nur manuell machen. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Sollten wir da tatsächlich mal kurz warten, bis das Ding fertig ist? Ich würde sagen, ja, macht ja sonst, bringt ja sonst nichts. Dann gehen wir eine kurze Bauphase und dann sind wir gleich wieder da zu dem jeweiligen Thema, wie gerade besprochen. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind wieder zurück. Gehen wir rein ins Spiel, denn wir sind gleich soweit. Achso, ich hatte auf Pause wieder gemacht, nochmal kurz, denn wir sind kurz vor der Eröffnung unseres Verteilbüros und können dann loslegen. Da sind wir jetzt gleich bei 100%. Wir schauen nochmal ganz kurz rüber. Ich habe die Stadiongeschichte da mal angegangen. Es lag gar nicht an der Unebenheit, das hätte er gemacht. Es lag daran, dass unterirdisch hier noch ein Rohr durchging. Das hatten wir hier angeschlossen, ein Abwasserrohr, und deswegen konnte der nicht bauen. Deswegen habe ich mich gewagt, das Ganze umzustricken. Hier war eine Möglichkeit. Haben auch gleichzeitig jetzt noch für das eventuell neue Gebiet eine Möglichkeit geschaffen, das hier mit anzuschließen. Also, hat geklappt und deswegen haben wir auch das Stadion gebaut. Ich zeige es euch, es wird ja jetzt gerade auch erst gebaut. Das würde jetzt also quasi hier liegen. Ist auch 1% schon geschafft. Und jeweils zwei große Parkplätze davor, inklusive der Wege, denn der Paro-Vostoker Fußballverband verlangt natürlich, dass die Fans auch sicher das Stadiongelände verlassen können in alle Richtungen. Und deswegen habe ich hier schön ein paar Gänge gebaut. Werden wir gleich mal sehen, wenn das fertig ist. Was heißt gleich? Das dauert natürlich noch ein bisschen. Aber tolle Sache, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, hier wird fleißig gebaut. Das ist auch schön. Ich hatte gerade mal kurzfristig überlegt, noch ein Baubüro hier irgendwo hinzubutzen, weil das wird natürlich auch, ist jetzt eine Menge Arbeit. Aber da müssen wir halt mal ein bisschen laufen lassen. Insgesamt machen wir ja, wie gesagt, weiter. Plus 8,7. Alles bestens. Wir wollen jetzt uns um die Chemie kümmern. Hat übrigens hier noch ein kleiner Fehler gemacht. Auch immer wieder dran denken, den Arbeitsbereich der technischen Dienste auszuweiten. Der stand auf 1 Kilometer und so kam der noch nicht mal über die Brücke. Und jetzt ist es soweit. Jetzt können die auch hier den Müll abholen und dann sieht es jetzt da auch besser aus. Mittlerweile übrigens haben wir sehr, sehr viel Öl. Ich hatte ja nochmal eine weitere Geschichte gemacht, bevor die Aufnahme begann. Hier nochmal neu abgebaut, aber
Jetzt mittlerweile ist Öl da, können wir vielleicht nachher auch andere Sachen mit anfangen. Schauen wir mal. Erstmal wollen wir jetzt schauen, dass wir unsere Chemikalien verarbeitet kriegen. Aktuell lagern hier 31,6 Tonnen Chemikalien. Nochmal zur Erinnerung, was uns Chemikalien bringen. 2559 pro Tonne. Also da schlummert schon eine ganze Menge. Dadurch aber, dass es letztendlich doch nicht so viel ist, kriegen wir das, glaube ich, ganz gut über LKWs abtransportiert. Was könnten wir sonst noch mit Chemikalien machen? Kunststoffe wäre noch eine Idee. Allerdings sind Kunststoffe, mal gesagt, ein bisschen schlechter, nur 1500. Also das wäre eigentlich nicht so ganz praktisch, es sei denn, wir wollen die Kunststoffe nachher irgendwie weiterverarbeiten. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen ganz klassischen Verkauf erstmal damit und sagen jetzt hier, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wer kann Chemikalien transportieren. Ist das dann irgendwie so ein Flüssiggut? Nee, das ist nur Bitumen und Co. Chemikalien abgedeckt. Ja, abgedeckte sind es. Dann könnten wir jetzt hier 5 Tonnen Chemikalien pro Tour mit den größten quasi abtransportieren. Und ich fände, wir machen mal diesen Doppel, oder? Den haben wir ja bisher nur für die Lebensmittel genommen, für die Pflanzen. Nee, komm, wir nehmen den. Ich finde ihn grundsätzlich einfach schöner. Der hat 3,9, 5,1, nicht wegen der 0,1 Tonne, aber ich finde ihn schöner. Also wir kaufen davon jetzt mal 2 Stück. Wir haben ja hier sowieso noch welche. In unserem anderen Verteillager haben wir ja nur die. Achso, den können wir übrigens jetzt mal ruckzuck umswitchen in das neue Verteillager. Dann kann der nämlich auch, und ich glaube, das wird er relativ schnell tun, auch Treibstoff und Bitumen wegbringen. Allerdings müssen wir denen das ja jetzt erstmal sagen. Darum geht es jetzt erstmal. Also, wir sagen erstmal die Sache mit den Chemikalien. Ihr würdet hier Chemikalien abholen und würdet hier Chemikalien hinbringen. Ich mache aber jetzt mal eben Pause. Ihr wisst, bei dem Verteilbüro geht das dann immer sofort los. Und wenn man dann irgendeinen Fehler macht, steht man da. Deswegen erstmal Pause. Wir beladen Chemikalien hier auf jeden Fall am Warenhaus und entladen die Chemikalien an der Grenze. Und das ist einmal sobald, der konnte jetzt 5 Tonnen lagern, ne? Ja, genau. Das würde bedeuten, 10% sind 3 Tonnen, also so mal so rund 15%. Wenn du 15% hier geladen hast, dann sollst du dieses Gebäude besuchen und sollst dann entladen. Ja, das machst du ja immer. Ne? Dann machen wir mal auf Play. Ich glaube, dass er dann schon losfährt. Ja, wunderschön. Und dann sehen wir auch direkt, wie viel eine komplette Lieferung ist. Heidewitzka, das sind direkt 13.000 Öcken pro Lieferung. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Also er soll jetzt immer, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, sollte er immer 15% Chemikalien hier drin lassen, den Rest dann verkaufen. Und ob wir da nachher was mitmachen, können wir immer noch gucken. So, was macht er hier? Er muss eigentlich das übernehmen, was unser Verteilbüro hier macht. Dafür gehen wir nochmal kurz in den Pausemodus. Ich switch das mal fest und dann müssten wir sagen, wir beladen bei der Ölraffinerie. Zack, zack. Da beladen wir Treibstoff und Bitumen. Wir entladen nichts und bringen das ja momentan ebenfalls zur Grenze. Treibstoff und Bitumen. So, das ist eigentlich das, was er macht. Und was gibt es noch hier? Holzfällerposten, genau. Die Holzfällerposten, den müssen wir auch mal eben reinbutzen. Holzfäller zur Chemieanlage. Gibt es die schon? Nein, gibt es nicht. Also wir beladen dann an der Holzfäller-Geschichte natürlich Holz. Der sagt jetzt noch nichts, weil noch kein Holztransport hier drüben ist und entladen dann dementsprechend Holz. Und da habe ich gesagt, 30%, bei 5% beladen. Das mit dem Entladen ist komischerweise eingegeben, muss aber gar nicht. Kommt jetzt eh raus. Und entladen bei der Chemiefabrik, ja, das habe ich jetzt mal hier auf 50% auch gesetzt. Müssen wir dann mal im Auge behalten. Dann würden wir nämlich einmal, was macht er eigentlich? Ja, er ist für Holz zuständig. Ja, dann kannst du ja schon mal hier rüberfahren. Dann müsste er, wenn ich jetzt Start mache, auch gleich das Holz hier erkennen. Sobald er seine Dienste dort anbietet. Hört sich auch komisch an. Wobei das jetzt nicht funzt. Aber er ist das doch mit dem Holz, ne? Ja, er kann Holz transportieren. Also grundsätzlich
Ah doch, da. Natürlich da. Logisch, macht er jetzt auch und dann soll er hier entladen. Logisch. Hier ja nicht mehr, weil kein Auto mehr da ist. So, dann wäre das grundsätzlich erstmal alles. Wir müssten ihm hier nur neu zuordnen. Und ist jetzt hier noch ein weiteres Fahrzeug? Ja, er hier. Der ist ja gerade am Beladen, aber der soll dann auch ihm gehören. Dann sind die jetzt frei, ne? Den macht er noch. Wo ist er denn gerade? Vielleicht macht er das... Ja genau, das ist ja hier schon akzeptiert. Insofern wird das wahrscheinlich gleich rausgehen, sobald er seine Ladung weggebracht hat. Ja, die Grenze. Ne, so viel Platz haben wir ja nicht. Wir haben ja schon mal gesagt, hier ist es ein bisschen knapp. Ein bisschen sehr stromig, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Ja. Dann haben wir das Verteillager hier gut genutzt. Und wenn das hier weg ist, das ist jetzt der Fall, dann löschen wir das auch. Dann haben wir das Verteillager wieder frei für andere fiese Matenten. So. Abwassermäßig. Das kann man am besten an ihmchen hier sehen. Ja, 8 Tonnen. Also das läuft jetzt. Da haben wir jetzt keine Probleme. Müll kann mal ein bisschen kommen. Aber die hatten eine Müllstation. Ja, die haben sie. Die nutzen sie auch. Aber da hatten wir ja gerade erst umgestellt. Von daher gut. Ja, dann verkaufen wir jetzt auch Chemikalien. Und das nicht schlecht. Es könnten noch ein paar mehr Mitarbeiter hier rüberkommen, denn wir haben Kies genügend, wir haben Holz genügend, auch noch in Reserve, ja definitiv. Wir haben Pflanzen genügend hier, also wir könnten mit mehr Mitarbeitern, jetzt kommen gerade wieder ein paar, könnten wir unsere Produktion steigern. Wir haben aber nur 89 Arbeitslose Stand heute, also insofern darf da gerne noch ein bisschen was weitergehen. Aber da sind wir ja dran. Das Stadion wächst auch schneller als ich denke, 16%, sieht schon fast nach einem Stadion aus, sind schon am Rasen. Sehr schön. Ja, und hier, das muss natürlich auch noch weiterlaufen. Aber von hier werden wir jetzt wenig Leute rüber in die andere Stadt bekommen. Vielleicht sollte man doch nochmal überlegen, ob wir hier hinten noch ein bisschen was hinmachen. Ein bisschen Platz wäre da ja noch. Also wir haben eine Menge Platz, aber eigentlich sollte das ja relativ klein bleiben. Aber was ist denn, wenn wir... Naja, kann ich mir jetzt optisch jetzt hier jetzt so einen schräg runter, kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen. Nein, muss ich mir nochmal angucken. Wie viel stehen denn hier? 45. Vielleicht liegt es auch einfach nur an den Bussen, die zu wenig kommen. Da kommt gerade einer, aber ich glaube, der fährt... ja doch, der fährt zur Refinerie, hat 32 Leute, der ist vielleicht zu klein, aber ihr seht es gerade, jetzt waren sie gerade weg, also das ist schon in Ordnung, ne? Kann man schon machen, da hinten kommt schon wieder der nächste Bus, nee, passt schon. Und die sind jetzt da, weil wir irgendwie nicht so viel, hier könnten wir auch mehr Arbeiter gebrauchen, dann könnten wir nämlich auch mehr Treibstoff und Bitumen herstellen. Das ist einfach ein Arbeiterthema. Da können 500 arbeiten. Also von daher, doch, ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Ich werde mir das nochmal anschauen. Aber aktuell, wir machen gerade in diesem Monat 350.000 Euro. Und der Monat ist noch lange nicht rum. Plus, also finanziell gesehen, wenn ich da überlege, was ich am Anfang so gedacht habe, dann geht das jetzt mittlerweile schon sehr gut. So, Treibstoff übrigens knapp 300.000. Ziegel überhaupt nicht zu unterschätzen mit 500.000. Ne? Chemikalien 65.000 in den, weiß ich nicht, 3 Lieferungen, 5 Lieferungen. Also schon richtig gut, ne? Muss man sagen. Ja, nice, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein kleines Break nochmal. Und ja, dann lasse ich mal noch ein bisschen bauen. Gerade hier hinten bin ich mal sehr gespannt, wie das alles ausschaut. Also optisch kann man ja jetzt schon angedeutet sehen, rundet das Stadtbild, finde ich, ab. Wie findet ihr es? Sagt mir gerne, schreibt mir gerne. Ich sage auf jeden Fall bis dahin danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.